Fast auf den Tag vor 10 Monaten wurde die Sissi an die Anne vermittelt. Natürlich ist die Sissi bei uns aus dem Tierheim. Wir hatten sie auch bei Tierheim TV vorgestellt. Und als ich vorletzte Woche Anne angerufen habe und sage, wir machen die Nachkontrolle mit Tierheim TV, sagte Anne zu mir, könnt ihr nicht noch 4, 6 Wochen warten? Die Sissi ist gerade auf Diät gesetzt, sie hat ein bisschen zugenommen die letzten Monate. Ich habe gesagt, nein, da müssen wir jetzt durch. Und dann das große Paket von Animonda, tolle Sachen drin, wird sich lange halten. Anne, vor 10 Monaten hast du Sissi zu dir geholt und es war ja lieber auf den ersten Blick. Ja, ich habe sie gesehen in der Vermittlung und war sofort schockverliebt. Du hattest also, ja vorher schon einen Hund. Ja, ich hatte vorher die April, die ist 14,5 Jahre alt geworden, aber die mussten wir leider Mitte Juni einschläfern lassen und dann habe ich nur noch Entzugserscheinungen gehabt. Und ja, und dann habe ich das Bild von Sissi gesehen und da war alles zu spät. Und dann eine Freundin hatte dich darauf hingewiesen, glaube ich, ne? Auch noch. Ich hatte das Bild erst gesehen und gleich wieder weggeklickt, weil ich eigentlich nicht nochmal diesen Schmerz haben wollte mit Hund verlieren und so. Aber als dann meine Freundin mir per WhatsApp dann noch das Bild von ihr nochmal geschickt hat, da war natürlich alles verloren. Und dann habe ich mich sofort drum gekümmert, weil ich habe gedacht, das muss Vorsehung sein. Das kannst du jetzt nicht einfach so stehen lassen. Anne, wie du bei uns ins Tierheim kamst und du hast von April erzählt, kann ich mich noch daran erinnern, du hattest da ja auch noch Tränen in den Augen. Das war ja wirklich so frisch, dass es dir noch richtig nahe ging. Dann warst du mit Sissi draußen und es war wie so ein Cut. Sissi muss es sein. Das war ja wirklich so, ne? Ja, das war, als ob da viel von mir abgefallen ist an Kummer und Schmerz und Trauer. Ne? Und dann ja, mit Sissi dann da zu laufen, das war einfach wunderbar. Und da wusste ich auch, also, dass ich alles dran setzen werde und die Bedingungen stimmten ja auch bei uns ganz gut, ne? Und dass ich dann wirklich sehr gehofft habe, dass das auch klappt. Ihr wart dann ein paar Mal mit Sissi draußen. Genau. Du hattest ja auch ein bisschen Bedenken anfangs, weil ihr habt ja noch eine Katze. Genau, wir hatten, weil das Haus so gähnend leer war, hatten wir Anfang August eine kleine Katze gekriegt, die Shadow oder Shady oder wie auch immer. Und das war jetzt natürlich mal eine große Sorge, dass die beiden nicht miteinander klarkommen. Aber der Tierpfleger hat dann meine Zweifel so ein bisschen zerstreut. Er ist mit Sissi dann ins Katzenhaus gegangen und hat gesagt, dass Sissi sich da ganz normal verhalten hätte und dass wir es einfach mal drauf ankommen lassen sollen und das versuchen. Und es hat auch tatsächlich vom ersten Tag an funktioniert? Das hat vom ersten Tag an funktioniert. Es war natürlich, haben sie sich so ein bisschen natürlich misstrauisch beäugt. Aber dann hat das ganz prima geklappt und das ist jetzt sogar so gewesen, dass Sissi, die kleine Katze, die ist ja Ende Mai erst auf die Welt gekommen, dass sie die als Welpe angenommen hat. Die ist einmal abgehauen und ist da bei uns irgendwie vor dem Eingang im Dickicht verschwunden. Und dann habe ich zu Sissi gesagt, Sissi, wo ist das Kätzchen? Und dann ist die Sissi sofort losgerannt und kam dann mit der Katze im Welpengriff in der Schnauze, kam sie wieder mit der Katze hoch. Der kleinen Katze. Und in den ersten Tagen gab es ja auch noch ein bisschen andere Bedenken und Probleme. Ja, Sissi hat ein bisschen geschnappt. Also die war ganz gestresst und lange nicht so entspannt wie jetzt. Und hat immer so im Vorbeigehen, hat sie so nach Achillessehnen geschnappt. Von Joggern und von Fußgängern. Und das war natürlich ein bisschen bedenklich. Ne? Und wir hatten schon überlegt, dass eventuell Hundeschule, Maulkorb und das waren natürlich alles fürchterliche Optionen. Und dann habe ich sie eben halt immer erst an der Leine auch gehabt und habe sie auch kurz genommen. Und irgendwann, je entspannter sie wurde, desto besser wurde das auch. Und jetzt macht sie das gar nicht mehr. Jetzt hat sie auch kein Problem mehr mit anderen Hunden, jedenfalls mit den meisten nicht. Wir sind ja heute jetzt hier im Ricklinger Holz, was ich übrigens sehr empfehlen kann. Hervorragend. Ich war noch nie im Ricklinger Holz. Es ist ja wirklich schön. Du bist mit Sissi auch hier immer viel unterwegs, ne? Jeden Tag sind wir hier mit dem Fahrrad ungefähr insgesamt so an die 3 Stunden unterwegs, weil das hier wirklich wunderbare Strecken gibt. Und es ist immer schön kühl und schattig. Und sie kann jetzt gerade auch im Rahmen ihrer Diät, rasen wir natürlich dann auch mal, weil ich ja immer mit dem Fahrrad bin und auch zu den Teichen noch runter und so. Da geht es dann mal bergauf und mal bergab und sie macht das ganz toll mit. Und ich habe also auch keine Bedenken, dass wir das sehr gut hinkriegen alles. Dass sie doch, nur 1,5 Kilo dürfen es ja ruhig weniger sein. Das kriegt ihr schon, da bin ich auch ganz zuversichtlich. Es geht ja schon los.
Anne, wir haben auch heute hier ganz viele Tiere aus dem Tierschutz gesehen. Da kamen aus Bulgarien, aus was hatten wir noch alles? Rumänien, Portugal. Du hast bei uns aus dem Tierschutzverein einen Hund genommen. Hast du das jemals bereut? Nie. Das war für dich von vornherein klar, wenn ich mir einen Hund anschaffe, dann muss es einer aus dem Tierschutz und dann möglichst aus dem deutschen Tierschutz sein? Nein, also das jetzt nicht unbedingt, aber aus dem Tierschutz, das war schon für mich klar. Also, ja, das war eigentlich klar. Ne? Also ich wollte nicht jetzt vom Züchter oder irgendwas, ich wollte auch auf jeden Fall eine Promenadenmischung haben, weil ich da eben halt auch schon mit April die Erfahrung gemacht habe, dass das einfach die tollsten Hunde sind. Und dass das jetzt so vereinfacht war, ne? Weil das war ja jetzt hier Krähenwinkel, das ist ja nur ein Katzensprung. Und dass das auch bei den Bedingungen oder unter den Bedingungen, wie ihr vermittelt, sehr sorgfältig und nach sehr eingehender Prüfung, dass das dann so geklappt hat, das fand ich spitzenmäßig. Wenn du jetzt so das dein Zusammenleben, oder euer, ich muss ja dafür deinen Mann nicht außen vor lassen, das Zusammenleben mit der Sissi, wie würdest du so in einigen Sätzen beschreiben? Ja, es ist sehr harmonisch und es ist immer was los. Sissi macht unheimlich viel Freude, die gehorcht gut. Die hat auch zwei Körbchen. Sie hat ein Körbchen unten im Flur stehen bei Dirk und eins bei mir oben. Und pendelt auch immer so, ne? Auch nachts. Da geht sie auch schon mal erst runter, aber wenn ich morgens aufwache, ist er eigentlich immer bei mir. Man sieht es jetzt, ist ja schon wieder ein Hund, da ist dann schon wieder, ist er neugierig. Ja, da muss Sonntagszeitung gelesen werden. Das ist, Sissi, sag ich schon, Anne, das war es im Grunde schon. Nachkontrollen sind wir ja normalerweise zu Hause. Wir hatten uns das angeguckt. Bei euch wird ja momentan, ist ja eine Baustelle. Ja, wegen dem Garten. Ihr macht ja einen Naturgarten. Ja. Da habe ich gesagt, wir müssen irgendwo anders drehen, das geht nicht, zwischen Sandhügeln und Baggern. Nee. Daher jetzt im Ricklinger Holz. Dir danke ich natürlich für das Gespräch. Du warst natürlich wie erwartet hervorragend. Ich hoffe, euch hat es gibt ja reichlich Bildmaterial. Ihr habt es ja jetzt auch gesehen. Anne hat ja auch viel Bildmaterial in den letzten 10 Monaten uns zukommen lassen. Und von daher, das Neue von Haus zu Hause von Sissi, 10 Monate ist aber, Anne. Dir danke ich für das Gespräch und ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ja, und tschüss. Im Namen von Sissi möchte ich mich auch nochmal für das leckere Futter bedanken. Da kommen wir ja jetzt erstmal bis Weihnachten mit hin. Mindestens. Im Rahmen ihrer Diät. Vor allen Dingen mit den Leckerlis. Habe ich da Bescheid.